Liebe GC-Fans, ganz herzlich willkommen hier aus Schaffhausen, 20. August. Unser Grasshopper Club Zürich startet in Göppgang-Kampagne 2023-2024. Wir sind hier ganz im Norden von der Schweiz, zu Gast beim SV Schaffhausen. Findet den Pass auf den Meier, der nochmal eins links raus. Hoscha versucht das, jawohl, guter Schuss und ein Goal! 1:0 nach 7 Minuten, der Grasshopper Club Zürich. Ja, wie zu erwarten war, in Führung. Hoscha packt einfach mal einen aus. Das war schon eine gute Distanz. Und dann ins untere rechte Eck. Das tut dem sicher auch gut. Lang verletzt war, hat einen Kreuzbandriss gehabt. Der Hoscha aus seiner eigenen Jugend. Captain weiter auf den Meier. Meier sucht den Momo. Der findet er auf der linken Seite. Momo jetzt im 16 drin. Schön übergespielt zum Fink. Und 2:0. Also. Es sieht nicht danach aus, als könnte man da irgendeine Überraschung erwarten. GC spielt das souverän, lässt dem SV Schaffhausen keine Chance. 2:0. Momo auch ein bisschen mit Glück, dass der Böller da wirklich durchkommt. Also nein, nicht der Momo, der Meier mit Glück, dass der Böller auf den Momo durchkommt. Auf der Abels, Flanke mal scharf gespielt, auf der Rasto, der zweite Ball gehört nicht an Bradley Fink. Sehr guter Abschluss wieder. Von GC, sehr gute Flanke, scharf gespielt auf der Rastoda. Aber muss man auch sagen, gute Aktion von Belser, wo da der Bölle gut pariert. Gegen 3 Situation. Corbiano einfach mal mit Tempo. Flanke kommt an zweiter Pfosten, Bradley Fink 3:0. Da getraut sich der SV Schaffhausen mal etwas und wird natürlich direkt eiskalt auskontert. Corbiano, ja, dem seine Geschwindigkeitsvorteil. Die sind einfach krass auf der rechten Seite, der kann einfach durchlaufen. Goli lässt abklatschen, Abels Flanke, Hattrick, nicht! Pfosten, aber immer noch gefährlich, Latte! Also alles, was es an Aluminium gibt, hat GC jetzt gerade getroffen in dieser Situation und Schaffhausen im Konter, aber nein, das ist eine souveräne Grätsche vom Meier. Ja, das müsste es 4:0 sein. Zwischen war Abels vielleicht freie Schussbahn hoch rein. Und dann ist es ein Schürpf. Ja. Schürpf zum 4:0. Respektables. 4:0 jetzt also. Schürpf mit dem Kurzeinsatz macht direkt auch sein Goal. Das ist sicher auch gut für Selbstvertrauen. Gute Flanke vom Abels. Ja, so. Und Abels. Ein bisschen zu spät, sonst hätte er da vielleicht nochmal den Abschluss suchen können. Und jetzt ist die Partie also offiziell beendet. Der Grasshopper Club Zürich kommt da also in die zweite Runde vom Schweizer Cup. Souverän tun sie den unterklassigen SV Schaffhausen mit 4:0 besiegen.